Also eine geschlagen hat. Tschüss! Pony? Da solltest du nicht hingehen. Hallo! Oh, ich bin Schweine. Hallo. Hast du schon die Eisentür? Ich hab kein Eisen. Dann geh Eisenfarm. / warb Wald. Ja. Ich hätte noch Eisen gehabt. Dann bleib hier und nimm dir das Eisen von... William! Ja. Hör doch auf! Du hörst jetzt mal auf. Du. Ihr hört mal auf. Oh, Ecke hat gesprochen. Die Mutter hat gesprochen. Nein, du bist nicht die Mutter, das ist voll Mama. Eklig. Das stimmt. Ich will nicht, dass Ecki meine Mutter ist. Bei aller Liebe, aber nee. Ich glaube, ich wäre eine coole Mutti. Nee. Doch, voll. Also ja, schon, aber Ecki nicht für voll mich. Die coole Mama. Nee, ich will das nicht. Ich wäre voll der coole Papa. Ich möchte das aber auch nicht. Stell mal vor, oh, Mann, Jenny! Wie komme ich jetzt da runter? Gar nicht. Können wir Caro ja mal vorschlagen, Rocky? Ja, die ist davon jetzt schon begeistert. Ja, meinst du? Ja, meinte sie letztens. Ich möchte auf jeden Fall Jenny als Köchin einstellen. Ich habe das Gefühl, ich sitze auf dem absteigenden Ast. Oh, und auch noch zwei. Hallo. Okay, der Creeper hat mich nicht gesehen. Peaches! Was geht bei euch ab? Holy shit. Wir machen Party. Ohne dich, William. Poolparty. Ja, ist auch gut so. Ich brauch die nämlich nicht. Nein. Alter, jetzt stirb doch bald, du dummes Ding. Ah. Nein! Nein! Leute, was macht ihr denn? Rest in peace. Was, kann dir jemand helfen? Bei was? Die Sachen zu holen, da stehen drei Skelette. Oh. Warum ist der Traum weg? In welche Richtung? Ich habe mir mal erdreistet, Tag zu machen. Ich hol dich ab. Okay, das hier kommt noch hier hinten rein. Einfach geradeaus. Okay. Ja. Oh, oh. Ich würde ja gerne Eisen farmen gehen, aber ich habe kein Eisen zum Farmen. Witzig, ne? Ich habe Eisen gefunden, Mio. Haben wir nicht noch ein bisschen Eisen gehabt? Ja, haben wir auch. Nee. Doch. Oh, doch, mir fällt gerade was ein. Hier ist noch Eisen drin, William. Ich hab schon eine Eisentür, hallo. Ja, dann nimm doch die Eisentür. Und mach die Eisentür. Nimm die Eisentür und schieb sie woanders hin. Ja. Nee. Die waren schon mal beim Start weg. Wenn die Schüchen. Hier, unsere ganzen unbezahlten Praktikanten, die holen alle das Eisen. Hacken. Holzhacken. Achso, ich hab Socken verstellt. Socken. Ja, Socken habe ich auch nicht an. Achso, warum hast du keine Socken an? Voll eklig. Ich mag den Geruch von Käse. Nee. Ich distanziere mich hier mit von Jenny. Aber Cheddar. Boah, Cheddar ist ja geil. Kokettfall? Ja. Ich hab Socken an. Omelettfall. Ich hab auch Socken an. Ich auch. Ich auch. Ich hab Kuschelsocken an. Ich hab normale Socken an. Ich freue mich nach der Aufnahme auf mein Bettchen. Oh ja, ich auch. Oh, ich nicht. Damit. Ich muss noch arbeiten. Was machst du denn? Ich hab doch schon die ganzen Monster ausgestellt. Arbeit. Ich komm mal mit dir mit. Arbeit. Das geht dich gar nichts an. Arbeit. So, wo bist du denn? Da bist du. Okay, wo müssen wir hin? Meine Axt ist kaputt. Meine Axt ist kaputt. Nein. Hat einer noch einen? Ich brauch. Wie macht man nochmal einen Schalter? Bibi? Nope. Ich hab nur die eine mit. Ja. Liegt da. Lava. Ich will reinspringen. Wo bist du denn hier jetzt? Na gut, dankeschön. Na da. Bitteschön.
Vorsicht, da ist ein Creeper. Bleib zurück. Bleib Vorsicht, zurück. Vorsicht, Creeper, die explodieren. Ja. Ich dürfte mir gerade Erfahrungen machen. So, weg. Und da. Jetzt, warte, wo sind wir denn? Der mochte bestimmt unter dem nur dein Blubbern nicht. Da liegen Sachen. Aber mein Blubbern ist toll. Wir sind despawned. Machen wir denn, da war doch was von dir gerade. Ja, ein Ding. Ja, aber dann liegt der Rest auch noch irgendwo. Wo bist du denn aufgeschlagen? Das ist später, habe ich noch mal, als ich versucht habe, hier runterzukommen. Genau so, Baby. Genau so. Ich und nicht anders. Weg. Ja, aber so schnell, die spawnt normalerweise nix. Bist du dir ganz sicher, dass hier nichts mehr von dir irgendwo rumliegt? In irgendeiner Kuhle oder so? Kann man mit dem Baum gehen? Yay! Yeah. Oh, ich hab hier noch 3 Stück. Ja, da, da, da. Ich plädiere für das ökologische Nachwachs unserer Wälder. Nee, ich glaube, hier liegt wirklich nichts mehr. Ich wär Bilbo. Und jetzt dein Organisationsblubbern? Wählt mich, ein Blubbern für alle. Oh Gott. Ich bin überzeugt, ich wäre sie auf jeden Fall. Ja. Also Leute, 24.09. merkt euch, Bibi will. Die Blubberpartei. Ja. Die BP. Mehr die Blubberpartei. Was hast du dir so ausgedacht für die Bundestagswahl? Bibi, für was stehst du? Also zuerst mal. Und danach dachte ich an. Und überhaupt finde ich sehr wichtig. Also im TV-Duell gegen Angela Merkel hättest du auf jeden Fall schon mal die bessere Figur gemacht. Aber so was schon. War der jetzt gemein? Ja. Aber er war gut. Gemein, aber gut. So, wer benötigt meine Hilfe, Ladies? Nö. Oh. Nö. Bitte. Einrichten. Was machen eigentlich unsere 2 Gäste jetzt? Also, wie weit seid ihr denn so mit einrichten und so? Ich muss hier nur noch das Ding weiter ausbauen, dann wäre ich fertig. Guck mal, es wächst sogar alles schon nach und. Oh, Jay, okay, ich geh mal zu Mundi kaputt. Und frag mal nach, was sie so macht. Oh mein Gott. Oh, ja. Minecraft. Boah, Anki! Anki! Nicht witzig. Banky, Danky, Dank. Ich bin schon. Nein. Ich mag das nicht im Boden. Nein, ich war das nicht mal ich. So, hast du schon eingerichtet, Mundi? Was brauchst du denn zum Einrichten? Danke. Was? Betten. Toll, hättest du mir das nicht ein bisschen früher sagen können? Ich bin noch am Baum, ich kann es mir nicht. Ja, dann bring mal gerade noch ein paar Betten mit. Oder... Es würde eigentlich auch schon genug bringen, wenn wir einfach Betten nachbauen würden und nicht richtige Betten machen würden. Nö. Ups. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Das hat gescheppert, du. Wie viel habt ihr jetzt eigentlich schon? 2 64er Stacks. Ja, da brauchen wir noch Stacks. Baby. Immer diese unanständigen Babys. Hä? Ja. Hä? Was ist ja jetzt schon wieder? Ja, das weißt du ganz genau. Immer diese Anhänger der Blubberpartei, ne? Blubber. Aber für ein Blubber ist das Blubber. Blubber. Die reden immer nur Blubber. Ja. Und was passiert nachher? Blubber. Ja, siehst du? Ich halte Wo gehst du denn jetzt hin? Back. Wir waren noch nicht ausgebaut. Ach so, okay. Das ist dann natürlich sehr verständlich. Ich stehe schon wieder wie so ein Ochs vom Berg, Leute. Na, dann geh doch endlich dran vorbei.
Nein, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich weiß nicht, ich bin nicht so gut im Inneneinrichtungsgedöns. Versuch mal mit Tisch, Stühlen. Okay, währenddessen erzähle ich schon mal eine total freundliche Geschichte. Nein. Oh Gott. Es war einmal ein kleiner William. Der hatte so doll nichts zu tun, dass er MCO Pony zugeschaut hat. Plötzlich kam Bilbo um die Ecke und sagte: Hallo. Darauf erwiderte William gar nichts. Dann kam plötzlich Ecki um die Ecke und sagte: Gar nichts. Stimmt. Darauf erwiderte William ebenfalls gar nichts. Dann kam Jenny um die Ecke und sagte: Du bist noch nicht dran mit deinem Text. So, Jenny, was sagtest du? Hui! Darauf erwiderte William wieder nichts. Dann kam MCO Pony um die Ecke und sagte: Ich wollte für dich sprechen. Ach so, ja, erzähl nochmal. Sollen die Baumstämme hier bleiben oder soll ich auch quatschen? Die können so bleiben. Er antwortete: Die können so bleiben, antwortete er. Ja. Plötzlich fingen Mundi und überhaupt mit einem Gespräch an. In der Baumkuppel. Gefährlich. In der Baumkuppel. Da drin. Nicht in die Lava fallen. Nicht in die Lava fallen. Nee. Keine gerösteten Babys, bitte. William baute sie dann aber zu. Ich hab euch zugebaut. So. Danach ging er, verfolgt von den beiden, Richtung Tor und baute sie wieder zu. Ich habe beide Und dann guckte William auf die Uhr. Und stellte fest, es ist Zeit für Kaffee. Kaffee. Muss ich jetzt ja oder nein sagen, Jenny? Ja, nein, vielleicht. Ja, dann. Sollen wir uns in der Mitte treffen? Yeah. Lasst uns in der Mitte treffen, Freunde. Lass es uns tun, Freunde. Oh ja. Wir haben Freunde. Ich hoffe, ihr habt noch alle eure Mützen. Freunde. Und vor allem ganz, ganz tolle Freunde. Das war das Einzige, was ich auch noch wiedergefunden habe. Nice, siehst du, die Mütze findet immer zu dir zurück. Die, was unternehmen, U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, haben wir Spaß. Okay. Lumberblasen. Die Töne von Bibi sind aber auch neu, oder? Ich bin eine Blume. Hey, und eine Blume. Hallo. Irgendwie glaube ich, dass dir das jetzt keiner mehr glaubt. Hallo. Wow. Oh, ich habe eine Blume. Ja. Das kommt in mein Zimmerchen. Ja. Und nennen nach Mundi. Okay. Eine Blume für die Jenny. Okay, dann noch für die Blume. Was? Ja. Hallo! Hallo! Ich hab das genau gesehen. Was denn? Ich hab ein Blümchen. Dass du mich gehauen hast. Ich hab dich nicht gehauen. Natürlich, ja? Ich hab's für dich. Hund! Ein Apfel! Hund. Ja. Au! Los, Hund! Au! Noch ein Apfel! Los, Hund! Hä, noch ein Apfel? So, ja. Der war nicht von mir. Aber der andere. Mundi. Nein! Ja. Ja, Äpfel. Alter, ich kann hier nicht drauf drücken. So. Ich hab zwei Äpfel. Money. Okay, Jenny, dann sag mal was. Hi. Danke. Was? Das war's. So, Jenny möchte ja nichts sagen. Das heißt, sie muss beim nächsten Mal An- und Abmoderation handeln irgendwie. Nein. Ja, was denn? Erzähl mal. Keine Ahnung. Also wir haben am Theater weitergebaut, haben irgendwie nicht ganz so viel geschafft, weil uns das Holz ausgegangen ist. Aber wir waren... Ecki, ich rede. Das Rocky-Syndrom will ich jetzt hier nicht mehr sehen. Hören. Sehen, hören, ohren.
Ja, genau. Nein, und haben uns dann tatkräftig auf die Suche nach dem richtigen Holz gemacht. Ich kann nicht mehr hören. Jenny, erzähl nur weiter. Nein, jetzt danke. Das Aha, okay. Was hast du denn gemacht, außer dass du eine sehr interessante und durchaus aussagekräftige Geschichte erzählt hast und den beiden Mädels bei ihrer Arbeit zugeschaut hast? Also ich habe eine äußerst leckere Käsesahnetorte gebacken. Und Jesus, ich habe mit Mundi zusammen alles Mögliche hinten im Krankenhaus mit Quarz verkleidet. Und ich habe Pony ein bisschen dazu... Hallo, aufhören! Ich habe Pony ein bisschen dabei zugesehen, wie sie eine wunderbare Schaltung für unser blinkendes Krankenhauskreuzchen gebaut hat. Oh, hör jetzt auf, du ungezogenes Ding! So. Und jetzt würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt euch alle lieb da draußen. Weltfrieden. Wählt am 24. und tschüss. Tschüss.